Ja, und damit willkommen zurück zu EP. Und ja, weiter geht's schon in der nächsten Aufnahme, dass ja da pünktlich Folgen kommen und so weiter und ich gerade Zeit habe zum Aufnehmen und auch Lust und so weiter. Darum mache ich das Ganze jetzt. Ja, ich kann jetzt in dieser Aufnahme nicht auf Kommentare oder sowas eingehen. Da bis jetzt erst eine Folge draußen ist von der letzten Aufnahmesession. Und ich jetzt gerade 2 Tage oder so danach schon wieder aufnehmen. Darum, ja, ich sehe hier gleich mal ein paar Fehlerchen am Anfang. Einmal haben wir das Gebäude hier ein bisschen zu weit wegen der Lok. So. Gut, das geht so auch noch, genau. Und ja, vielleicht könnte man hier noch einen Betonstreifen jetzt hinlegen, dass wir hier den Abstand nicht haben. Das wäre vielleicht ganz gut. Genau, also darum kann ich jetzt in dieser Aufnahmesession noch nicht auf Kommentare eingehen. In der nächsten warte ich dann wahrscheinlich ein bisschen. Dann geht es nach und nach schon. Genau. So, da waren wir die bei den 9 Metern. Ich schau mal, ob wir die hier auch haben. Ja, Musik ist wieder fleißig dabei. Und ja, so, was haben wir hier? 9 Meter, das passt nicht. Nee, nee. Das dürfte passen. Schauen wir nur, dass wir mal die gleiche Drehung hinbekommen. Achso, hier haben wir sowieso auch zwei. Okay. Ja, ich möchte heute das umsetzen mit der ICE-Strecke, die ich mir beim letzten Mal überlegt habe. Das wollte ich eigentlich letztes Mal noch machen, aber dann doch nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob mir die Erhöhung jetzt hier gefallen soll oder nicht. Ich finde die irgendwie ganz schön eigentlich. So als Treppe. Schaut irgendwie ganz nett aus. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt hier dann ausschaut. Die Lok mal ein bisschen wegfahren hier. Dann sieht man das gleich, wie es passt. Wenn wir es vielleicht so machen. Ob es dann nicht an der Lok stört, ist die Frage. Nö, das dürfte gehen. Joa, da macht man das nämlich so, würde ich sagen. Hat nämlich ein bisschen was. So eine Art Stufe hier. Joa, mir gefällt das, also lassen wir das mal. So, machen wir hier mal Licht an. Genau, und dann lassen wir die Lok hier stehen. Ja, wir müssen hier vorne noch die Gleise zusammenbringen. Dann müssen wir die Strecke jetzt noch rüberbringen und dann werden wir uns mal um die ICE-Strecke kümmern. Mit der Ausgestaltung machen wir ein bisschen später weiter, aber ich möchte jetzt mal die ICE-Strecke da bauen, weil ich da drauf gerade Lust habe. Also die einfach da im Hintergrund läuft. Ich weiß noch nicht, ob wir die auf einer Brücke bauen werden oder ob die ganz normal am Boden entlang dann läuft. Schauen wir dann. So, ich glaube, hier könnte es, ja, hier gibt es wieder Probleme mit links verbinden. Das dachte ich mir schon. Also machen wir das mal irgendwie so. Haben wir jetzt hier die richtigen Gleise aktiviert? Nein, haben wir nicht. Dann wählen wir die mal kurz aus. Ist ja kein Problem. Haben wir ja hier gleich. So, genau. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir hier rüberkommen. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach runter. Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen so. Weil das ist ja schon, das sind ja schon Hauptgleise, die sind ja schon etwas wichtiger. Dann müssen wir mal gucken jetzt, wie das wird. So, genau, die haben wir eh schon alle zusammen. Das heißt, oh, ich muss jetzt hier deswegen nicht verschwinden. Wir machen das jetzt irgendwie so schräg. So schräg können wir da normalerweise alles verbinden. Es dürfte gehen. Genau die zusammen hier dann. Und dann passt das. Genau, darum machen wir jetzt hier erstmal eine Weiche. So, und dann führen wir jetzt die zwei Strecken, die können ja so ineinander laufen, das ist kein Problem.
Und zwar genauso wie die sind. Das dürfte relativ problemlos funktionieren, denke ich. Schau mal, ob höhenmäßig 28. Ja, hier gibt es leichte Unterschiede. Hier hat er auf einmal 23. Okay, das ist wieder Mist. Das brauche ich mir gar nicht anschauen. Jetzt will er es nur wieder nicht mehr wegmachen. Ja, ich habe einfach auch musikmäßig wieder irgendeine Playlist laufen, die angeblich GEMA-frei ist. Ich hoffe mal, das ist auch so. Sonst wäre es ein bisschen schlecht. Hier ist, die sind aber auch nur auf 20. Warum sind die nur auf 20? Ab wann beginnt die komische Höhe hier? Ja. Das hier ist alles auf 20. Komplett. Achso, das liegt daran, dass der Containerzeug hier auf 20 ist und hier wird es dann erst höher wahrscheinlich. Mhm, genau. Und hier werden wir dann erst höher. Das habe ich nicht beachtet. Aber das darf jetzt hier nicht mehr der Fall sein. Das ist hier nicht so passend. Schauen wir mal, dass wir hier auf Ende dann, ich weiß nicht, was haben wir dann hier alles? Ich denke mal, Normalhöhe haben wir dann hier überall 30, oder? Ja, hier ist 30. Ja, da machen wir die mal auf Ende 30, also hier in dem Fall Anfang 30. Ich hoffe mal, das merkt man nicht zu sehr. So, und hier machen wir es in dem Bereich. Aber hier brauchen wir es beim Ende. So, und dann kommen wir jetzt das Gleis anpassen auf 30. Machen wir jetzt einfach mal so. Genau, und dann schauen wir mal, ob man das groß kennt irgendwie. Ja, man merkt es jetzt nicht wirklich. Aber das hat hier schon ein bisschen gefehlt überall. Naja gut, man merkt es im Schotter später eh nicht so wirklich. Das passt dann schon so. Genau, hier hat es auch hin. Passt. So, dann machen wir jetzt die Verbindung hier nochmal. Dann sollte das jetzt klappen. Hoffentlich. Gut, dass ich die Höhen überprüft habe, aber jetzt passt das. Das ist gut. So, genau, und dann haben wir hier einfach die Streckenzusammenführung. Hier passt aber irgendwas noch nicht. Achso, weil das hier dann runter geht, ja. Ja klar, das darf hier dann nicht sein. Das müssen wir dann doch ein bisschen... Machen wir hier mal ein bisschen undezenter. Bisschen, also dass nicht so auffällt. Machen wir hier jetzt mal so und dann erhöht er das hier langsam. So, und dann sind wir hier auf 30, dann passt das. Genau, und man sieht das im Endeffekt nicht. So, wie sieht das Kreuz aus, müssen wir mal prüfen. Sieht ganz gut aus. Eine DKW hätte jetzt hier... Ja, es hätte Sinn, aber... Ne, braucht man jetzt nicht unbedingt. Wir können auch so eine normale Kreuzung hier machen. Das passt. Und dann machen wir hier einfach dann, wenn das alles zusammengelaufen ist, zwei Verbindungen. Genau, was haben wir hier noch? Hier meckert ein Gleis. Hier haben wir auf... Hier passt die Höhe jetzt nicht. 20 wollen wir eigentlich auf beiden Seiten. Warte mal, so. Jetzt ist gut. So, und jetzt schauen wir, dass wir das hier genauso hinkriegen. Das soll auch noch so mitlaufen dann. Dass das alles schön ineinander geht. Kommen hier zwei Weichen hin. Und dann... Ja, da muss ich die Weiche eigentlich hier ein bisschen
Das muss ja ganz klein sein, das Ganze, dass ich das richtig hinbekomme. Und das ebenso. Ja, so in etwa. Bekomme ich leider nicht so fein hin. Hüft 0. Oder kann man das hier noch? Ja gut, das kann man hier eh noch verlängern. Schauen wir mal, ob das so geht. Fällt das bis jetzt auf? Ja, man merkt den Bogen hier schon, das ist nicht schön. Ich möchte es eigentlich auf 0 bringen. Aber das haut hier nicht so hin. Dann machen wir es mal so. Machen wir 0 draus und 5. So. Drehen wir das um. Der alte Trick sozusagen. So, und dann. Genau, dann haut das hin. Aber jetzt sind wir wieder auf Höhe 20. Das ist jetzt blöd. Müssen wir hier so eine Kurve machen, dass das dann da reinläuft so. Jetzt müssen wir immer schauen, wo wir die ICE-Linie dann laufen lassen. Die soll, glaube ich, hier so schräg rüberkommen dann irgendwie. Dann könnte man hier hoch machen über so eine Brücke und dann geht sie da runter und durchs Tal irgendwie so. Wäre vielleicht ganz cool. Nicht cool, sondern cool. Genau. Ja, dann ist es hier jetzt doof, ne? Da muss es doch länger sein. Ich probiere mal einfach, ob das noch gehen würde. Aber da merkt man ja wahrscheinlich jetzt die 30 schon extrem. Auf so einem kurzen Stück. Müsste ich die ganze Gleishaufe praktisch so machen und das wäre dann ein bisschen viel. Bei dem Gleis ist es im Endeffekt egal. Na gut, das merkt man aber jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Vor allem wenn der Schotter dann da ist, merkt man es eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber jetzt wird es halt hier nicht hinhauen, weil das die Kurve wahrscheinlich. Ja, ob das passt, ich weiß nicht. Haben wir hier höhenmäßig jetzt? Warum auf einmal 37? Ich hasse EP mit den Höhen, das ist echt Wahnsinn. Was ihr da immer für einen Schmarrn macht. Nee, warum 37? Nein. So sinnlos. Es ist einfach so unverständlich, warum man hier 37 macht auf einmal. Das macht so wenig Sinn, dass schlimmer gar nicht mehr geht. So. Ich würde sagen, das machen wir eh ein bisschen länger hier. Könnte es schöner ausschauen, die Verbindung. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, jetzt wird es immer schlimmer. Wie schaut das jetzt aus? Ja, total verkorkst. Total. So eine einfache Verbindung eigentlich und doch so schwer. Dann müssen wir es wieder mit unserem Trick hier machen. So, und jetzt 30.
Ja, er macht halt jetzt den Höhenunterschied, weil er denkt, ja, das muss jetzt hier dann immer höher werden wieder. Weil er das irgendwie denkt, aber obwohl es auch nicht so ist. Da muss ich jetzt die Verbindung halt hier selber machen. Schauen wir mal, wie genau ich das hinbringe. Würde jetzt wahrscheinlich komisch aussehen. Wie er jetzt hier einfach eiskalt auf 1,18 kommt, das ist Wahnsinn. So. Jetzt haben wir hier, glaube ich, einen kleinen Knick drin, den sieht man aber insofern nicht, von dem her ist es egal. Doch man sieht ihn. Von dem her ist es nicht egal. Gehen wir doch mal zurück auf 65 sowas. Wird man ihn aber immer noch sehen. Obwohl ich jetzt nichts erkennen kann. Ja, gut, jetzt ist es so dezent, dass es nicht mehr auffällt. So, dann das auch auf 65. Dann schauen wir mal, ob wir das kopieren können nach links. Genau. So, und das hier einfach anpassen. Schauen wir mal, ob man hier was merkt. Nö, nicht wirklich. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt die noch verbinden. Dann hätten wir jetzt hier eigentlich unsere Strecke beieinander. Machen wir mal hier noch Schotter. Hier brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Schotter überall. Zufällig skalieren ist bei Schotter nicht immer so gut. Genau, hier brauchen wir dann auch noch einen Bahnübergang für die Straße irgendwie rauszu. Dass wir die dann rausbringen hier, aber das, ja, machen wir dann auch noch. So, dann fehlt es hier noch. Und dann könnte das wieder ganz gut aussehen. Nur, dass wir hier zu viel Schotter haben. Das fällt mir so auf. Hier muss ein bisschen Gras rein. Das Schotter ist ziemlich fein für meinen Geschmack.